nicht mitgenommen habe. Natürlich nehme ich sie auch mit, weil sie mein Schutzschild ist. Also immer, wenn mir jemand zu nahe kommt oder ich Angst bekomme, schnalle die Ziehharmonika auf. Gibt's, bei euch gibt es den Krampus nicht. Gibt es den Krampus in Deutschland? Ja. Kommt bei euch da, jetzt ist da hinten, aber ist das der Krampus? Na, Spaß. Martin, danke für deinen Einsatz. Schau, unser Monitortechniker bekommt auch einmal einen Applaus. Bei uns zu Hause ist das ein Brauch, bevor der Nikolaus kommt, kommt der Krampus. Und ich komme jetzt auf das zu sprechen, weil ich gesagt habe, die Harmonika habe ich immer umgeschnallt gehabt und dem Krampus was vorgespielt. Und dem hat es dann so gut gefallen, dass er mich nicht kaut hat, weil der kommt immer mit der Rute und ich hatte immer sehr viel Angst. Also nicht, dass ich jetzt glaube, dass ihr mit den Ruten zu meinen Konzerten kommt, aber sicher ist sicher. Und jetzt habe ich schon erzählt von meiner Oma. Mein Opa ist mittlerweile seit 2 Jahren mein persönlicher Schutzengel oben. Und ich glaube einfach felsenfest, dass es die Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt. Seit die beiden da oben vereint sind, passieren so Geschichten noch herunten, wo ich einfach nur Danke sagen kann. Und ich möchte jetzt natürlich auch heute meinen Opa stolz machen. Und deswegen spiele ich euch jetzt Opas Hitmedley vor. Eins, zwei, drei, vier.
drüber sagen.